Hallo, liebe Deutschlernende. Es ist Januar, das Jahr hat gerade begonnen und mit dem neuen Jahr kommen auch neue Vorsätze. Welche Vorsätze hast du dir gesetzt? Ja, welche Vorsätze hast du dir überlegt und welche Ziele möchtest du in diesem Jahr erreichen? Das ist meine Frage an dich. Wenn du willst, kannst du die in den Kommentaren beantworten. Ich bin gespannt. Und einer meiner Vorsätze ist, eine Live-Show zu starten. Und über diese Live-Show möchte ich mit dir heute reden. Ich möchte interaktiver mit dir interagieren können. Ja, ich möchte dir die Möglichkeit geben, auch ein bisschen selber Deutsch zu sprechen. Und deswegen werde ich eine Live-Show machen. AuthenticGermanLearning.com/live. Und ja, ich weiß noch nicht, wie ich diese Live-Show gestalten werde. Ja, eventuell werden wir über Skype reden. Ja, das ist eine Möglichkeit. Ich habe euch gefragt, welche Dienstleistung ihr benutzt, welchen Service ihr benutzt, und ein bisschen mehr als die Hälfte von euch benutzen Skype. Das ist nicht so viel, aber es ist auch nicht wenig. Ja, okay, mehr als die Hälfte, gut. Die anderen müssten das dann installieren oder ich werde es wahrscheinlich beides machen. Ja? Also für die Leute, die reden wollen, die können Skype benutzen. Und für die, die nur zuschauen wollen, werde ich wahrscheinlich Facebook Live benutzen oder YouTube Live oder vielleicht auch beide. Mal schauen. Ich weiß nicht, ob es geht, drei Dienstleistungen gleichzeitig zu benutzen. Skype, Facebook und YouTube. Mal schauen. Mal schauen, wie ich das machen werde. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber ja, das wird eine Neuerung sein. Das wird eine Sache sein, die ich gerne machen möchte. War hier ein Schneemann? Auf jeden Fall liegt hier ein bisschen mehr Schnee. Ein kleiner Hügel. Kleiner Schneehügel. Wie auch immer. Ja, das ist die Idee. Ja, die Idee ist, dass ich entweder Facebook Live oder YouTube Live oder Skype benutze, um besser mit dir zu kommunizieren. Ja, und ein Ziel, was ich mir gesetzt habe, ist es, mit jedem Einzelnen von euch zu reden. Ja, ich möchte, wenn es auch nur ein kurzes Gespräch ist, ja, ein Gespräch mit jedem von euch führen. Ja, deswegen mache ich Authentic German Learning live, weil ich ein Gespräch mit jedem Einzelnen von euch führen möchte. Ja, von euch, mit euch führen. Ich möchte ein Gespräch mit jedem von euch führen. Ja, genau. Und ja, das ist Authentic German Learning Live, und ich bin für jede Art von Vorschläge offen. Ja, falls du eine andere Idee hast, wie ich das machen kann, außer Skype, bin ich offen, aber ich kenne nichts außer Skype oder Google Hangout, wo man in der Gruppe miteinander reden kann. Ja, und die meisten von euch benutzen Skype. Insofern werde ich Skype benutzen und Facebook Live und YouTube Live. Und ja, ich bin gespannt und besuche AuthenticGermanLearning.com/live und dann halte ich dich auf dem Laufenden. Okay, viel Spaß dabei und ja, ich freue mich total auf Authentic German Learning live, und ja, wir sehen uns später. Tschüss!